Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer anderen Ausgabe von Pneumo for Coffee to go. Und Sie sehen hier, die DGP hat weder Kosten noch Mühen gescheut, uns ganz frisch mit diesen schönen Kaffeetassen auszustatten. Denn wir sollen es ja auch kurzweilig und kurz haben, wenn wir über wichtige Themen in der Pneumologie reden. Und es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie, diejenigen, die es heute schon zu uns geschafft haben, aber wahrscheinlich wird die große Majorität von Ihnen irgendwo zu Hause dann selber auf dem Sofa sitzen, eine Kaffeetasse trinken und sich das anhören, was unser heutiger Gast uns zu erzählen hat. Und unser heutiger Gast ist Jürgen Alt. Herr Alt ist Oberarzt am Universitären Zentrum für Tumorerkrankungen an der Universitätsmedizin Mainz und ist der Schwerpunktleiter der Thorax-Onkologie dort. Und ich habe die große Ehre und Freude, mit ihm jeden Tag sehr eng in diesem Bereich zusammenarbeiten zu dürfen. Sie haben es bestimmt mitbekommen. Das trifft sowohl diejenigen von uns, die in Kliniken arbeiten, als auch diejenigen von uns, die in den Praxen arbeiten, die vielleicht onkologisch arbeiten, aber auch pneumologisch arbeiten. Wir haben eine gewisse Änderung in dem Zugang zur Therapie, zur perioperativen Therapie bei Patientinnen und Patienten mit einem eigentlich operablen Lungenkarzinom. Und da tut sich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr viel Positives hat sicherlich dazu beigebracht, dass auch nochmal die Überlebensdaten und die Prognose derjenigen, die von einem Lungenkarzinom, insbesondere vom nichtkleinzelligen Lungenkarzinom betroffen sind, doch nochmal sich deutlich bessern werden. Und Herr Alt hat das Thema. Ich fasse es mal kurz zusammen: adjuvante Therapie, perioperative Chemotherapie und neoadjuvante Therapie mitgebracht und versucht uns durch diesen Dschungel dieser schwierigen Begriffe einmal durchzulotsen und uns zu erklären, wie geht's dann am besten. Lieber Herr Alt, schön, dass Sie bei uns sind und Sie haben jetzt das Wort. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Professor Greuther, für die Einladung und die Möglichkeit, in diesem Kreise hier über das, wie eben schon erwähnte, sehr spannende Thema referieren zu können. Ich habe es ein bisschen anders genannt: immunonkologische Therapie im Kontext operabler Stadien. Das subsumiert, denke ich, alles, was da aktuell in Frage kommt. Die Folien sehen Sie jetzt? Einwandfrei. Okay, perfekt. Ja, ich möchte kurz einleiten in das Thema. Wie Sie alle wissen, ist das Langzeitüberleben selbst beim operablen, nicht kleinzelligen Lungenkarzinom bis dato unbefriedigend, stadienabhängig. Überleben lediglich etwa 2 Drittel bis im schlechtesten Falle 1 Drittel aller Patienten. Wir wissen um die Möglichkeit, dieses Gesamtüberleben ein bisschen zu verlängern durch den Einsatz einer entweder neoadjuvanten oder adjuvanten Chemotherapie, was wir ja dann regelhaft in der entsprechenden Situation in der Vergangenheit auch getan haben. Aber der absolute Gewinn an Überleben in dieser Situation, und da ist es jetzt egal, ob neoadjuvant oder adjuvanter Einsatz der Therapie, liegt bei etwa 5% Steigerung des Überlebens. Das ist nicht viel. Da lag es nahe, dass man vor dem Hintergrund des Wissens um die Wirksamkeit der Immuntherapie im Kontext der palliativen Therapie diese Möglichkeit auch in die früheren Stadien der Lungenkarzinome mit einbezogen hat. Wir wissen mittlerweile um eine Vielzahl von positiven Studien, die ich hier mal zusammenfassend auf diesem Dia aufgeführt habe. 4 dieser Studien, hier in grün gekennzeichnet, haben mittlerweile zu einer Zulassung in der entsprechenden Situation geführt. 2 weitere werden sicherlich in diesem Jahre folgen. Wir unterscheiden, und das waren die ersten Studien, die wir gesehen hatten, die adjuvanten Therapiestudien, die hier lediglich eine nach der Operation geschaltete Immuntherapie eingesetzt haben. Dann im Weiteren die neoadjuvanten Therapien. Hier die CheckMate 816-Studie, die hier zum ersten Mal eben präoperativ die Kombination aus einer Chemo- und Immuntherapie geprüft hatte. Und dann letztendlich die 3 perioperativen Studien, um deren Ergebnisse wir jetzt wissen, die das Ganze sozusagen kombiniert haben. Also zunächst
zunächst neoadjuvanter Behandlungsteil und im Anschluss daran nochmal eine Art Konsolidierung mit einer alleinigen Immuntherapie. Ich werde jetzt im Folgenden auf die vier grünen, also mittlerweile zugelassenen Regime kurz eingehen, auf die Studiendaten dazu. Und im Anschluss, denke ich, können wir diskutieren, wie wir diese Vielzahl von Möglichkeiten in den aktuellen Behandlungsalltag integrieren können. Nicht zu vergessen, zwei weitere adjuvante Studien, auf die ich aber jetzt nicht eingehen werde, die hier zu einer Zulassung im molekular zielgerichteten Bereich geführt haben. Das ist einmal die Ad-Aura-Studie und die Alina-Studie bei den EGFR- bzw. ALK-translozierten Patienten. Ich beginne im Prinzip in der Vergangenheit, in der weiteren Vergangenheit mit den adjuvanten Studien hier zunächst zu nennen. Das war die erste Zulassung in diesem Bereich, die IMpower 010-Studie, Zulassung von Atezolizumab im Juni des Jahres 2022 in der adjuvanten Situation bei Tumoren, die komplett reseziert werden konnten und eine PD-L1-Expression von größer 50% auf den Tumorzellen aufwiesen. Das war das Studiendesign. Die Patienten in den Stadien 1b bis 3a nach damals der noch alten Stadieneinteilung erhielten obligat 1 bis 4 Zyklen Chemotherapie, cisplatinbasierte Chemotherapie und haben dann anschließend über insgesamt ein Jahr Atezolizumab oder eben keine Therapie erhalten. Die Studie, der Endpunkt der Studie war das krankheitsfreie Überleben. Hier gab es eine hierarchische Testung. Die Studie war positiv für die PD-L1-positiven Patienten, auch für die Gesamtpopulation der Patienten, allerdings nicht, auch für die, für alle 2- bis 3a-Patienten, allerdings nicht für die Gesamtpopulation. Wie man dann später in explorativen Analysen gesehen hat, wurde der Vorteil hier bei den PD-L1-Positiven in erster Linie durch die Hochpositiven, also PD-L1 größer 50% getrieben. Hier haben wir die entsprechende 5-Jahres-Auswertung dieser Population, die auf dem diesjährigen ASCO präsentiert worden ist. Sie sehen hier einen klaren Vorteil im krankheitsfreien Überleben für diese Patientengruppe. Und das Gleiche übersetzt sich hier auch sehr recht deutlich in einen positiven Trend für das Gesamtüberleben. Ganz anders die KEYNOTE-091-Studie, die später eine Zulassung zur Folge hatte. Hier jetzt unabhängig von der PD-L1-Expression haben wir die Zulassung für das Pembrolizumab. Das Studiendesign dieser Studie war ähnlich, war vergleichbar, gleiches Patientenkollektiv. In diesem Falle war die adjuvante Chemotherapie nicht obligat, wurde in den meisten Fällen durchgeführt, aber eben nicht obligat. Und hier dann die Randomisierung zwischen Pembrolizumab und Placebo. Primärer Endpunkt auch in diesem Falle das krankheitsfreie Überleben. Und diese Studie war für die Gesamtpopulation der Patienten positiv. Hier im primären Endpunkt, wie hier im Dia dargestellt, sodass diese Zulassung eben hier auch PD-L1 unabhängig erfolgte. Für das Gesamtüberleben zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Vorteil ersichtlich. Ja, das waren die adjuvanten Studien. Wir gehen über zu den Neo, zu der Neo, einzigen ne, alleinig neoadjuvanten Studie. Das ist die CheckMate 816-Studie. Zugelassen wurde das im Juli 2023, also die Kombination aus Nivolumab und einer cisplatinbasierten Chemotherapie. Der Reiz oder der Reiz dieser neoadjuvanten Ansätze ist natürlich, dass wir die Immuntherapie auf einen noch vorhandenen Tumor mit auch einer vorhandenen Lymphknotenarchitektur einwirken lassen. Das mag, und das ist zumindest rationale, eben hier eine potentere und bessere Immunantwort induzieren zu können.
Das ist das Design der Checkmate 816-Studie. Patientenklientel war ähnlich wie in den adjuvanten Studien. Auch hier Patienten der Stadien 1b, Tumorgröße größer 4 cm bis 3a. Hier die Randomisierung zwischen alleiniger Chemotherapie und der Kombination aus Chemotherapie und Nivolumab. Das Ganze wurde für 3 Zyklen durchgeführt, gefolgt von der Operation innerhalb von 6 Wochen. Die primären Endpunkte in diesem Falle waren die pathologische Komplettremissionsrate und das ereignisfreie Überleben. Genau, das sind im Prinzip die chirurgischen Daten bzw. der Patientenfluss dieser Studie. Das möchte ich einmal demonstrieren. Ist vergleichbar bei allen folgenden Studien von den Relationen her. Was mir hier wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist die Tatsache, dass man hier durch die vorangestellte neoadjuvante Behandlung, und hier ist es jetzt egal, ob mit oder ohne Immuntherapie, eine gewisse Zahl von Patienten für die Operation verliert. Und das gilt es sicherlich zu beachten bei der Auswahl der Patienten. In den Studien war es so, dass knapp 20% der Patienten eben durch oder unter der neoadjuvanten Therapie dann im weiteren Verlauf nicht mehr für eine Operation in Frage kamen. Das lag teilweise an einer Krankheitsprogression, aber es gab auch andere Faktoren, die hier dazu geführt haben, dass die Patienten nicht mehr operiert werden konnten. Das ist der eine primäre Endpunkt, die pathologische Remissionsrate oder Komplettremissionsrate, und die ist deutlich positiv. Knapp 20% aller Patienten, die eben kombiniert mit Immuntherapie und Chemotherapie behandelt worden sind, wiesen eine komplette pathologische Remission auf. Das heißt, im Resektat waren keine vitalen Tumorzellen mehr nachweisbar. Ich finde, eine ganz bemerkenswerte Zahl. Hier der zweite primäre Endpunkt in der jetzt vorliegenden 4-Jahres-Auswertung, die auf dem diesjährigen ASCO-Kongress präsentiert wurde. Sie sehen den deutlichen Vorteil im eventfreien Überleben für die Kombination aus Nivolumab und Chemotherapie gegenüber der alleinigen Chemotherapie. Wenn man sich jetzt hier die Subgruppen dieser Studie oder dieser Auswertungen anschaut, wird deutlich, 2 habe ich mal rot markiert, die mir wichtig erschienen. Zum einen ist das Stadium, zumindest in dieser Studie, offensichtlich von Bedeutung. Insbesondere die höheren Stadien, also Stadium 3a, hat in besonderen Ausmaße hier von der Immuntherapie profitiert, während das bei den früheren hier nicht sehr deutlich der Fall war. Und das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, das ist aber sicherlich keine Überraschung, dass diese Wirksamkeit der Immuntherapie von der Höhe der PD-L1-Expression abhängt. Die negativen Patienten haben nahezu keinen Vorteil, und der Vorteil steigt mit zunehmender Höhe der PD-L1-Expression. Hier die aktualisierten Gesamtüberlebensdaten. Der Trend ist klar ersichtlich für die kombinierte Chemo-Immuntherapie, zumindest in dieser Auswertung, aber für das Gesamtüberleben noch nicht statistisch signifikant. Das ist eine ganz interessante Analyse. Man hat geschaut, ob und wie das eventfreie Überleben mit dem pathologischen Komplettremissionsstatus zusammenhängt. Und was hier sehr deutlich wird, ist, dass hier eine klare Abhängigkeit des eventfreien Überlebens von der pathologischen Komplettremissionsrate vorliegt. Also Patienten, die eine komplette pathologische Remission erreicht haben, haben hier deutlich besser hinsichtlich des krankheitsfreien Überlebens von der zusätzlichen Immuntherapie profitiert. Wir kommen zur weiteren Studie. Das ist die jüngste Zulassung jetzt im Kontext dieses Feldes.
hier jetzt die erste perioperative Studie, deren Daten wir gesehen haben und die im April dieses Jahres eben zur Zulassung für die Kombination Pembrolizumab plus platinbasierte Chemotherapie zunächst neoadjuvant und dann eben nach Behandlung mit alleiniger adjuvanter Therapie in der Adjuvanz. Hier ist das Studiendesign dieser Studie. Patienten hier jetzt nach der aktuellen Achter-Klassifikation. Das wurden entsprechend randomisiert zwischen dieser neoadjuvanten Therapie mit Pembrolizumab und platinhaltiger Chemotherapie gegenüber dem gleichen Regime mit Placebo, gefolgt von der Operation und dann im Weiteren eben gefolgt von einer additiven Immuntherapie hier wiederum gegenüber Placebo. Also wie gesagt, das erste perioperative Regime und hier die aktualisierten Daten zum krankheitsfreien Überleben. Auch hier, Sie sehen eine klare und deutliche Positivität für das krankheitsfreie Überleben durch die Hinzunahme von Pembrolizumab. Das wird hier gerade im Langzeitverlauf doch sehr, sehr deutlich, statistisch hochsignifikant hier der Vorteil. Schaut man hier auf die Subgruppen, ein bisschen konträr zur vorherigen Checkmate-Studie, dahingehend, dass schaut man sich die Stadien an, der Vorteil hier doch auch für die früheren Stadien in ähnlichem Ausmaße gegeben zu sein scheint. Also hier keine klare Stadienabhängigkeit. Was aber kongruent ist, ist die Abhängigkeit von der PD-L1-Expression, also auch hier. Die PD-L1 schwachen Patienten profitieren auch, aber schwächer und die PD-L1 hochexprimierenden haben den deutlich stärkeren Vorteil. Das Gesamtüberleben auch ist bei dieser Studie ebenfalls statistisch signifikant positiv. Das ist die erste und einzige Studie, die das in dieser Form, in diesem Setting eben vorweisen kann. Aber hier eine klare statistische Signifikanz für die zusätzliche Immuntherapie im Gesamtüberleben. Auch hier diese Analyse, Abhängigkeit des eventfreien Überlebens von der Rate an pathologischen Komplettremissionen. Das sieht sehr ähnlich aus wie in der alleinigen neoadjuvanten Studie, die ich zuletzt gezeigt habe. Was hier aber ein bisschen deutlicher wird, ist dieser Unterschied innerhalb der Arme nochmal. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht der adjuvante Pembrolizumab-Anteil, also der adjuvante Immuntherapie-Anteil, doch einen gewissen Nutzen hier zu haben scheint. Und das mag insbesondere bei den Patienten der Fall sein, die keine pathologische Komplettremission erreicht haben. Aber das ist letztendlich nur eine Hypothese, die man hier aus dieser Studie vielleicht herausziehen könnte. Das muss sicherlich auf andere Art und Weise überprüft werden. Hier jetzt mal abschließend eine Übersicht dieser perioperativen Studien. Und da habe ich jetzt noch die beiden hinzugenommen, deren Daten ich jetzt nicht präsentiert habe, die CheckMate 77T und die Aegean-Studie. Was aber deutlich wird, ich habe es mal gelb markiert, alle diese Studien haben diesen Vorteil im krankheitsfreien Überleben und die statistische Signifikanz oder die Höhe des Vorteils scheint doch über alle Studien hinweg mehr oder weniger vergleichbar zu sein. Das Gleiche gilt für die pathologischen Komplettremissionsraten. Also ich glaube, dass hier zumindest diese perioperativen Regime doch sehr gleichwertig sind und damit möglicherweise auch austauschbar sind. Wir werden es ja dann zukünftig mit einer Reihe von Zulassungen in der Praxis zu tun haben. Und dementsprechend wird die Auswahl hier sicherlich schwer sein. Das führt mich auch schlussendlich auch schon zur Einleitung der Diskussion. Es gibt eine Reihe von offenen Fragen, die bleiben. Ja, die Daten, die wir jetzt sehen oder die wir haben, geben uns keine
Antwort, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, welches der Regime jetzt für welchen Patienten möglicherweise den besten Vorteil hat. Sollen wir die Patienten adjuvant behandeln? Sollen wir sie neoadjuvant behandeln? Welche Patienten profitieren unter Umständen von der perioperativen Therapie? Und was habe ich jetzt eben, das habe ich eben schon mehr oder weniger beantwortet, es ist eines der perioperativen Regime überlegen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Provokativ gefragt, oder eine weitere Frage wäre, wer benötigt keine systemische Therapie? Das lässt sich natürlich jetzt in den jetzigen Studien nicht beantworten, aber möglicherweise sind es die ganz frühen Stadien, die man hier ausklammern könnte. Die Datenlage ist ein bisschen uneinheitlich zum jetzigen Zeitpunkt. Provokativ könnte man aber auch fragen, wer benötigt denn keine Chirurgie mehr? Die pathologischen Komplettremissionsraten sind mit 20% ja sehr ansehnlich. Die Frage ist, gibt es da vielleicht den einen oder anderen Patienten, dem man die Operation und mögliche Komplikationen ersparen könnte? Also das gilt es sicherlich in der Zukunft auch ein bisschen näher zu beleuchten. Dann natürlich immer die Frage nach den Biomarkern. Ja, gibt es was, was uns vielleicht hilft, die ein oder andere Entscheidung hier zu treffen? Die pathologische Komplettremissionsrate könnte ein solcher sein. Das muss in Studien aber entsprechend stratifiziert und überprüft werden. Das ist eine Studie, wie sie aussehen könnte, um vielleicht einige dieser Fragen zu beantworten. Sie müsste dreiarmig sein. Sie müsste beide Konzepte, die Neoadjuvanz als auch die Adjuvanz, gegeneinander prüfen und ja im Idealfall eben hier auch nach der pathologischen Komplettremission stratifizieren. Damit komme ich zu meinem Fazit der Daten, das sich jetzt sicherlich ein bisschen subjektiv geprägt ist, aber das so würde ich zum jetzigen Zeitpunkt diese Studien einordnen. Ganz sicher müssen wir bei allen Patienten, deren Lungenkarzinom primär resektabel erscheint, in den entsprechenden Stadien, die Option der neoadjuvanten Chemoimmuntherapie prüfen, sofern, und das ist auch wichtig, eine EGFR- und ALK-Fusion ausgeschlossen worden sind. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich präferenziell das Keynote-Regime einsetzen, weil es uns erlaubt, auch einen additiven adjuvanten Immuntherapie-Teil einzusetzen, ohne hier dann die Substanzen wechseln zu müssen. Und das würde ich insbesondere dann machen zum jetzigen Zeitpunkt, wenn eben keine komplette pathologische Remission erreicht wurde. Bei allen Patienten, bei denen keine neoadjuvante Chemoimmuntherapie durchgeführt wurde, ist die adjuvante, in dem Falle dann sequentielle Chemoimmuntherapie, mit Sicherheit indiziert. Hier würde ich, sofern das PD-L1 größer 50% ist, den starken Atezolizumab-Daten Rechnung tragen und diese Substanz einsetzen. Bei allen anderen Patienten bleibt uns auch gegeben durch die Zulassung ja nur die Möglichkeit, das Pembrolizumab einzusetzen. Das würde ich aber auch tun. Und schlussendlich, sofern eine molekulare Alteration vorliegt, also eine EGFR-Mutation oder ALK-Translokation, dann spielt die Chemo-Immuntherapie keine Rolle. Hier haben wir die entsprechenden Zulassungen und sehr positiven Daten für die zielgerichteten Substanzen. Damit bin ich am Ende. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und ich denke, wir könnten sicherlich das ein oder andere hier nochmal diskutieren. Ja, lieber Alt, also ich bin wirklich immer wieder fasziniert, was sich in den letzten 10, 15 Jahren der Thoraxonkologie getan hat. Wenn ich bedenke, ich habe mal so für gut 15, 20 Jahren auch selbst sehr viel Thoraxonkologie gemacht. Wir haben mal eine kleine adjuvante, das wäre auch gleich meine erste Frage, eine kleine adjuvante Chemotherapie-Studie gemacht. Und was sich in diesen 15, 20 Jahren getan hat, wirklich diese Studien, die Sie uns gerade vorgestellt haben, die sind ja nochmal ein positives Plus für die Zukunft der Betroffenen, dass wir immer mehr dafür tun können und auch wirklich diesen Krebs in vielen Facetten, zumindest beim nicht kleinen Zeller, auch gut beherrschen können.
Vielleicht fangen wir wirklich mit der adjuvanten Therapie an. Ich kann mich gut erinnern, 2004, ASCO, da wurden diese ganzen adjuvanten Therapiestudien vorgestellt, dann gab es Überlegungen und dann hat man darüber lange diskutiert, diese 5% Überlebensvorteil der adjuvant Therapierten. Und dann in tatsächlich Realita kann ich mich gut daran erinnern, dass dann diskutiert worden ist, naja, wie ist denn das überhaupt mit der Verträglichkeit? Vielleicht fangen wir damit an, weil warum kam es zu dieser Weiterentwicklung? Glaube ich, muss man in die Geschichte zurückgehen, um das zu verstehen. Wie gut ist denn so die Verträglichkeit und die Abbruchrate der reinen adjuvanten Chemotherapie in der herkömmlichen Form, wie wir das eigentlich bis vor kurzem noch durchgeführt haben? Naja, also klar, ich sage mal so, das sind natürlich Patienten, die aus einer Operation herauskommen, häufig mit gewisser Komorbidität, mit gewissen Operationskomplikationen. Die erste Frage ist natürlich, bei wem kann man es überhaupt einsetzen? Ja, das trifft ja doch auf eine Vielzahl der Patienten zu, dass die Chemotherapiefähigkeit unmittelbar eben nicht mehr gegeben ist. Ansonsten die Patienten, denen wir das grundsätzlich zumuten würden und wo die Indikation steht, da würde ich schon sagen, dass es die Mehrzahl der Patienten doch ohne wesentliche Nebenwirkungen gut überstehen können. Ich denke, die Patientenselektion ist da wirklich entscheidend, wo man schon sagen muss, dass gerade so, also wir versuchen ja immer 4 Zyklen durchzuführen im Vorfeld. Das gelingt sicherlich in den wenigsten Fällen, ja. Eine andere Frage, wir haben viele, die jetzt vielleicht auch sogar in onkologischen Praxen arbeiten oder pneumologisch-onkologisch versiert sind, da in Praxen arbeiten, die kennen das sicherlich. Aber bei vielen ist dann vielleicht auch unter der neoadjuvanten oder der adjuvanten Immuntherapie beinhalteten Therapie dann auch welche, die diese Patienten immer wieder sehen. Worauf muss ich denn achten? Das gilt ja jetzt nicht nur in der perioperativen Situation, sondern natürlich auch beim fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom. Worauf muss ich denn achten in Bezug auf die Immuntherapie? Was könnte mich da so an Nebenwirkungen erwarten? Gut, das sind letztendlich natürlich diese gängigen immunassoziierten Nebenwirkungen, um die man wissen muss, ja, die man einfach im Blick haben muss. Da ist die Aufklärung des Patienten natürlich entscheidend. Ja, der muss mitarbeiten, der muss sich melden, wenn er Dinge bemerkt, die sozusagen auf eine solche Toxizität hindeuten könnten. Was wir häufig sehen, sind Hauttoxizitäten. Wir sehen auch die Nebenwirkungen im Bereich der Hormondrüsen, also Hypo- und Hyperthyreosen, vorübergehende sind relativ häufig, Leberwertanstiege, das sind so Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Die sind in der Regel gut handhabbar, wenn man sie früh genug erkennt und dann entsprechend adressiert. Gerade jetzt im Kontext der Lungenkarzinome muss man natürlich auch immer mit den Pneumonitiden rechnen. Ja, das ist sicherlich eine Toxizität, auf die man besonders achten muss, weil hier dann doch auch eine relevante Morbidität resultieren kann, ja, wenn man hier nicht früh genug interveniert. Bedeutet eine von diesen Toxizitäten, egal in welchem Organ, immer, dass man die perioperative, egal ob es jetzt neoadjuvant oder adjuvante Immuntherapie ist, dass ich die dann abbrechen muss? Oder ist das auch Schweregrad toxizitätsabhängig, dass ich sie beispielsweise nur unterbrechen, aber fortführen kann? Weil eigentlich möchte man es ja fortführen, denn wahrscheinlich je länger und je mehr, desto besser. Ja, also bei einigen oder gerade bei den endokrinologischen Nebenwirkungen zum Beispiel, da ist es in der Therapiefortführung in der Regel überhaupt kein Problem. Diese, sage ich mal, Hormonausfälle kann man ja gut substituieren. In anderen Fällen hängt es wirklich von der Höhe oder von der Schwere der Nebenwirkung ab und von der, ja, sage ich mal, von der Besserung unter den Steroiden. In der Regel schaffen wir das ja, diese Nebenwirkungen einzugrenzen. Ich glaube, das ist dann immer eine individuelle Abwägung, ja, abhängig von der Ausprägung dieser Toxizität kann und will man das dem Patienten nochmal zumuten oder will man das nochmal riskieren. Ich glaube, da kann man jetzt keine allgemeine Antwort geben. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Ja. Mir war wichtig, nur nochmal darauf hinauszukommen, dass Nebenwirkungen nicht immer bedeutet, das abzubrechen, sondern dass man auch Nein. in vielen Fällen Ja. es eigentlich fortführen kann.
Eine andere Frage ist, Sie haben viele von meinen Fragen oder von den Fragen im Chat auch schon mit angerissen oder teilweise beantwortet, aber um es nochmal zu betonen. Also wenn ich jetzt ein Lungenkarzinom habe und ich habe, sagen wir mal, noch ein frühes Stadium, macht es dann nicht immer wirklich auch Sinn, früh EGFR-Status und ALK-Status zu bestimmen, um dann nicht eine neoadjuvante Therapie zu geben, die vielleicht eher als eine adjuvante Therapie mit zielgerichteter Therapie durchgeführt wird? Und noch mal eine zweite Frage: Gibt es auch da Ansätze für neoadjuvante Therapiekonzepte oder machen die aufgrund der zielgerichteten Strukturen keinen Sinn? Ja, also das ist ja wirklich neu. Ja, diese Ergebnisse dieser Studien, die haben ja letztendlich dazu geführt, dass eben die molekulare Testung auch in den frühen Stadien ein absolutes Muss ist. Wir sehen diese Daten für die zielgerichteten Therapien auf der einen Seite, die hochpositiv sind. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Immuntherapie in diesen Situationen in der Regel keinen Nutzen hat. Wir riskieren da unter Umständen eine Toxizität, die nicht notwendig ist. Also das ist extrem wichtig, die Patienten, alle Patienten wirklich molekular zu testen, mindestens eben auf die ALK- und EGFR-Alteration. Ja. Es gibt Ansätze, das Ganze auch in der Neoadjuvanz zu prüfen. Das ist die NEOAD-AURA-Studie zum Beispiel, die das Ganze für das Osimertinib in der Neoadjuvanz macht. Die Studie läuft noch. Das gleiche Konzept gibt es aber auch für die ALK-Translokation. Also ich denke, da werden wir in den kommenden Jahren sicherlich positive Daten sehen. Und dann heißt es eben auch wieder abzuwägen, wann welche Therapie. Aber das wird kommen. Und es wird immer komplexer werden. Das ist ja wirklich schon allein, was Sie heute vorgestellt haben, eine Wissenschaft für sich. Jetzt betreuen Sie ja sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten mit Lungenkarzinomen, sind auch sehr, sehr engagiert in den Tumorboards und kriegen da unterschiedliche Rückmeldungen. Bleiben wir mal ganz kurz bei der neoadjuvanten Therapie, aber auch bei der adjuvanten Therapie. Was sagt denn der Chirurg zu, was ihm lieber wäre, neoadjuvant oder adjuvant? Und was sagen denn diejenigen, die Sie betreuen, nämlich die Betroffenen, zu neoadjuvant versus adjuvant? Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir bei den Chirurgen immer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen. Nicht alle, glaube ich, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt von diesen Daten überzeugen können. Da ist sicherlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit erforderlich. Nichtsdestotrotz geht der Weg in diese Richtung und ich glaube, das muss er auch. Ja, wenn man diese Daten sieht, dann sollte wirklich jeder Patient präoperat, also jeder erstdiagnostizierte Patient in meinen Augen wirklich unabhängig auch vom Stadium hier entsprechend evaluiert werden. Was die Chirurgen ja gerne mal machen und da muss man wirklich vorwarnen, dass eben Patienten mit einer grenzwertigen Resektabilität, gerade dass gerade die im Prinzip hier für diese Ansätze vorgesehen werden, in der Hoffnung, dass man eben durch Staging hier eine entsprechende Operabilität erreichen kann. Das mag funktionieren, aber streng genommen, diese Patienten sind durch diese Studien nicht abgedeckt. Das waren alles Patienten, die primär resektabel erschienen. Ja. Gibt es Und denn dann, und da? in dem Kontext gibt es ja noch die Pacific-Studie, die darf man auch nicht vergessen. Ja, auch die ist ja sehr, sehr positiv in ihrem Langzeitüberleben. Und das ist sicherlich für Patienten mit einer grenzwertigen Operabilität eine gute Alternative, also simultane Radiochemotherapie gefolgt von Immuntherapie. Gibt es nochmal einen wichtigen Punkt zu betonen? Wem, bevor ich dann gleich auch zu meiner letzten Frage komme, wem würden Sie denn jetzt was empfehlen, wenn Patient ist, sagen wir mal, gestaged, Tumorstadium steht fest, Sie haben alles, Sie haben den PD-L1-Status, Sie haben ALK und EGFR, haben Sie entsprechend ausgeschlossen. Wem würden Sie jetzt eine neoadjuvante, eine, sagen wir mal, kombiniert neoadjuvante, dann plus adjuvante Immuntherapie und eine reine adjuvante plus Immuntherapie empfehlen? Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, weil Deswegen kommt sie auch. die Daten das leider in der Form im Moment noch nicht hergeben. Also ich komme so ein bisschen aus einer immunologischen Schule. Ich würde immer
eigentlich, sofern das möglich ist, diesen neoadjuvanten Ansatz präferieren, ohne dass ich das jetzt mit Daten belegen kann. Aber alleine diese Vorstellung, dass sozusagen diese Checkpoint-Inhibition auf eine ja, auf ein funktionierendes und auf funktionierende Immunstrukturen eintrifft und hier sozusagen wirksam werden kann, das macht für mich schon Sinn, ja, so rein von der Biologie her, sodass ich da schon versuchen würde, sofern das eben für den Patienten in Ordnung ist. Das muss man natürlich besprechen, auch der Chirurg muss mitgehen. Also das wäre auf jeden Fall meine Präferenz, ja. Wann sehen wir denn, da war ich eben stehen geblieben, wann sehen wir denn mal eine Studie, vielleicht ist sie schon in Konzeption, vielleicht läuft sie auch schon, mit der Frage des Downstagings und der entsprechenden prognostischen Optimierung? Ja, diese Studien gibt es meines Wissens, da gibt es Ansätze, die auch aktuell durchgeführt werden. Kann ich aber jetzt keine Details zu sagen. Nein, aber sowas wird sicher kommen, ja. Die schöne Studie, die Sie uns eben gezeigt haben, neoadjuvant versus perioperativ versus adjuvant, wann dürfen wir Jürgen Alt als PI einer Ich IIT hier in Deutschland dann würde sehen? es fürchte, es wird schwer sein, da entsprechende die pharmazeutische Industrie mit einzubeziehen. Also diese ähnliche Ansätze laufen ja in kleineren Studiengruppen. Vielleicht geben uns die erste Antworten hier in der weiteren Klärung dieser Fragestellung. Was halt im Moment viel passiert, und ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist, dass man im Prinzip bei den bisherigen Ansätzen bleibt und jetzt zusätzlich in die Therapie noch weitere Substanzen inkludiert, ohne dass man mal diese grundsätzlichen Fragen adressiert, welche Therapie wann für welchen Patienten am besten ist. Ja. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, die Studie, die Sie da aufgezeigt haben, das ist was, was in jedermanns Gehirn, Auge und Ohr ist und worüber wir reden. Das ist auch einer der Vorteile, warum wir Pneumo for Coffee to Go als eine reine freie Veranstaltung machen, dass wir frei über alles diskutieren können. Jetzt kommt meine allerletzte Frage. Ich sehe nämlich auch aus dem Auditorium keine Fragen mehr. So ein bisschen provokant. Sie haben mir die quasi in den Mund reingelegt. Ist denn die Chirurgie in Zukunft vielleicht verzichtbar und wann können wir vielleicht auf die Chirurgie verzichten? Wenn ich mir diese pathologischen CR-Raten anschaue, das ist ja wirklich phänomenal. Ja, es ist ein bisschen verlockend, ja, dass man da in vielleicht in mancher Situation sogar auf den operativen Eingriff verzichten könnte. Aber gut, letztendlich, wir wissen ja letztendlich um diesen Remissionsgrad erst, wenn der Patient operiert worden ist. Von daher wird es ein bisschen schwierig sein, das vorab anhand eines Markers, wie auch immer, zu prädizieren. Aber auch da gibt es, glaube ich, Überlegungen. Ja, man kann dort Tumor-DNA messen und das nachher mit der Remissionsrate vielleicht korrelieren. Also ich glaube nicht, dass das kommen wird, aber ja, deswegen sagte ich auch provokant. Aber ja, der Gedanke ist schon verlockend, ja, darauf vielleicht irgendwann mal verzichten zu können, bei gutem Ansprechen. Trotz alledem, ich glaube, man kann all denjenigen, die das Tag für Tag durchführen, nur danken, dass sie wirklich die Thoraxonkologie wieder so weit nach vorne geschoben haben und dass jetzt die Betroffenen echt nochmal deutlich besseres Überleben haben. Also so der Schwung der letzten 20 Jahre im Bereich der Thoraxonkologie und gerade auch, dass wir jetzt immer mehr interdisziplinär machen, das ist wirklich schon eine große Erfolgsstory der Medizin, nicht nur der Pneumologie, aber auch der Pneumologie. Herr Alt, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch, das war ein toller Vortrag. Ich habe wieder viel dazu gelernt. Ich hoffe, all diejenigen, die heute mit dabei live gewesen sind, haben genauso viel mitgenommen und diejenigen, die sich das im Nachhinein anschauen, sicherlich auch. Damit darf ich Ihnen allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend wünschen. Ihnen, Herrn Alt, nochmal unseren ganz großen Dank. War bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir Sie einladen, denn die Thoraxonkologie bietet vieles. Und das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie hoffentlich allen, die dabei gewesen sind, auch. Und damit Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Bis bald. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.